jetzt hier Scatty. Finally mit nicht random Chars, sondern mit seinem tatsächlichen Marv gegen Momo. Scatty gegen Momo. Ja. Da hast du dich auf einmal in Cool verwandelt. Hab ich auch verwandelt. Okay, okay. Scatty gegen Momo. Scatty ja gerade eben schon wieder ein Set gewonnen, wie ich es gesehen habe. Ja, und genau. Ist jetzt auf dem Weg mit ernsten Chars hier doch nochmal ein bisschen was zu holen. Ja, ich bin mal gespannt, wie das hier gegen Momo läuft. Momo, ein Spieler, der vor nicht allzu langer Zeit das erste Mal bei NEC war. Ich glaube, das ist das zweite Mal, dass er jetzt da ist. Aber er hat schon Potenzial, hier in die Top 12 auch zu kommen, würde ich schon sagen. Also ist ein Character Specialist mit, ja, wie man sieht. Oh. Ja, hat mich gekillt. Ich weiß nicht, ob du hier deine Antworten schon bekommen hast. Jedenfalls, holt man den Eistee. Ja, den würde ich auch gerne mal sehen. Der spielt scheinbar Ness. DNL auch noch beim NEC dabei. Selten. Den sehen wir noch selten. Als TO auch nicht. Hä, wo stand das mit Eistee? Ja, finde ich auch. Also irgendwie interessanter Dude, ne? Mal sehen, wie das spielt. Der Eistee, habe ich eben gerade mit ihm geredet. Der hat jetzt, glaube ich, 5 von 6 Begegnungen schon gespielt. Ich kann ihm sagen, dass er warten soll und wir holen ihn dann danach ran. Ich sag ihm das tatsächlich. Ich immer wieder gerne aufs Spiel sein. Oh, schöner Lock hier. Und der Reed aber. Ja, und jetzt kommen wir aber mal zum Match hier, würde ich sagen. Ja, und wir sind ungefähr gleich auf Momo hier in einem leichten Lead, aber holt jetzt doch jetzt. Geht damit wirklich schon eindeutig in Führung. Und Scatty muss aufpassen. Ich glaube, Scatty hat jetzt 2 Sets gewonnen. Verloren. Hat leider schon sein letztes Set angefangen gegen Ian. Na gut, vielleicht kommt er ja raus. Ja. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil vielversprechend. Genau das gleiche kann man auch über Momo sagen, würde ich mal behaupten, jetzt hier gerade nach dem Ergebnis. Mhm. Ja, wie gesagt, Character Specialist und finde ich ähnlich wie Duck Hunt. Also auch so mit seinen komischen Projektilen und so Kombos und weird, aber jetzt nicht so true unbedingt, aber schon irgendwie doch. Also ein merkwürdiger Charakter, den man ganz selten sieht, ähnlich wie Duck Hunt. Auch ein Duo aus einem Säugetier und einem Vogel. Mhm, kann man dem auch. Kann man auch sagen. Aber ja, genau. Ist echt so, da kann's Daddy. Ist so. Okay. Und das sieht gerade ganz gut aus für Momo sogar. Scatty muss jetzt hier Tipper landen oder irgendwas. Ist hier eine Edgeguard-Situation. Ja, ich bin mal gespannt, was man so von Momo noch so sieht. Geht also aber jetzt dumm auf Stage, muss man dazu sagen. Das war nicht schlau. Aber jetzt wieder Mutual, alles gut. Oh, und genau da bin ich jetzt gespannt, ob man dann doch vielleicht ein paar Side-Bees zu viel sieht. Weil die Side-Bee lädt halt ein, ne? Gerade war schon mal ein schöner Parry von Momo, der war auch wichtig, aber hätte es einen Shieldbreak gegeben. Alles so ein bisschen komisch gespaced einfach. Oh, und wollte die Shieldbreaker haben. Ja, wollte den Hard Punish auf jeden Fall. Und das war's, ja. Das war's, sowas von verdient. Ja, muss man einfach auch dazu sagen. Der kann hier, Scatty ist ein Styler, so der stylt auch gerne, aber wenn es darauf ankommt, so, dann muss er das einfach unterbinden. Ja, weil sonst wird man gepunished. Und deswegen Momo hier völlig verdient das erste Match geholt. Scatty muss sich ein bisschen reinhängen, ehrlich gesagt. Also was ich, also Marv ist halt so eine Sache, ne? Entweder du schaffst es irgendwie, das mit dem Spacing irgendwie einen Hard Punish zu bekommen, oder du kannst die Abi benutzen. Also er hätte wahrscheinlich schon mit der Abi punishen können. Also die Abi ist nicht schwer mit dem Tipper zu treffen, weil die halt nah an Marv dran ist. Allgemein haben wir gerade einfach zu viel Randomness gesehen. So, ja? Also ist ja cool, mit der B irgendwie auch einen Shieldbreak zu holen und so. Aber wenn wir mal ganz kurz die Karten auf den Tisch legen, so, das ist ein Marv, der hat dieses NEZ schon mal geholt. So, ja? Dann sind wir auch direkt in Snake, okay. Auch ein Matchup, was ich selten gesehen habe. Aber und einfach nochmal zum Abschluss, das darf nicht so einfach sein von der Mutter. Gerade auf dem letzten Stock das Ding zu holen. Ja. Aber deswegen vielleicht auch jetzt der Wechsel auf Snake. Manchmal fühlt Scatty auch einen Schaden nicht an einem Tag und einen anderen dafür mehr. Vielleicht ist das jetzt hier die richtige Wahl. Ja, also ich denke schon, dass der Snake reichen wird. Obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass
man mit Banjo schon auch was machen kann gegen Snake. Das wäre auf jeden Fall ein übertriebenes Upset, glaube ich. Ja. Wenn ich das jetzt richtig einordne. Ach, ich fände es cool. Ich fände es auch cool. Ich fände es natürlich auch cool. Ich mach mal ein Banjo Top 8. Biggie, ich gönn's den besseren Spieler so. Also, auf jeden Fall. Momo macht yes. So. Aber es geht doch hier schon. Start auch. Schön. Vor der Side-View muss er aufpassen. Tomahawk Side-View. Kann man noch machen. Auf jeden Fall. Banjo. Das ist ja scary, ne? Es gibt Banjo in Smash. Weißt du, wie die Leute ausgerastet sind, als der kam? Wie viele haben den im Endeffekt gespielt? Niemand! Niemand! Genau wie K-Rule. Alle komplett am Ausrasten. Keiner spielt ihn. Oh, 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 der Reed. Oh, 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 der Reed war da, Digga. Oh mein Gott. Das wäre schon ziemlich insane. Und das sind halt so Momente, die Skeddy dann ausmachen, weißt du, wo er halt auch stylt, aber effektiv stylt. Ja, er hat eine gute Mischung einfach auch aus Ultimate und Brawl immer noch spielt. So die ganzen Reeds, weißt du, die du dann in... Wolltest du das groß machen? Ja, die du dann in Brawl brauchst, die dann aber auch helfen in Smash Ultimate, weil Leute da sowas nicht mehr gewohnt sind, weißt du? Weißt du, was ich meine? Hä? Ja, Digga. So. Boah, aber guck mal hier, was für ein Lied, ja. Skeddy dreht jetzt auf, der weiß auch, ich glaube, der hat gerade in dem Game einfach auch gemerkt, ey, ich muss mich jetzt mal hier ein bisschen reinhängen, ja, wenn ich irgendwie... Schönes. Weil der ernsthaft was erreichen will. Ja. Oh, ein schöner Reed hier. Und der Update setzt und damit wieder mit einem ganzen Stock-Lied im Flur. Ja, auch als, ich weiß halt kaum was über Banjo, ne? Aber ich würde schon sagen, dass die Side-B, es lädt so ein bisschen dazu ein, gespammt zu werden und damit zu killen und sowas. Und ich glaube, dass man als Banjo unbedingt auch so diese Niche-Techniken haben sollte, um früh zu killen, weil Banjo einfach auch die Moves hat, um früh zu killen. Sie fährt so stark. Ja, und das ist halt Skeddy 12, ne? Krank, ja. Und das war wieder so souverän runtergespielt. Und ich finde, jetzt gerade ist auch nochmal deutlich geworden, wo tatsächlich auch Skeddys Stärke liegt. Und zwar einfach gegenüber jetzt den Neueinsteigern ist es einfach so dieses Unterdruck, die Leute lesen, weißt du? So wissen, wo die hinrollen und so. Das hat er jetzt gerade in dem Match schon echt des Öfteren richtig predicted. Und auch dieses ganze Microspacing und sowas, das ist halt das, was dann so Topspieler, auch wenn sie nicht mehr so viel spielen wie Skeddy, der spielt kaum noch Smash, wir sehen aber jetzt das ist das, was den Unterschied macht. Bei Leuten, die einfach schon seit Brawl dabei sind, weißt du, seit 2009 und 13 Jahre einfach schon Smash spielen. Min-Min-Counterpick, interessant. Okay. Sehr interessant. Könnte eine Katastrophe werden für Skeddy, aber es kommt ganz darauf an, wie gut Momo hier mit Min-Min ist. Das könnte ich mir tatsächlich total vorstellen als Counterpick gegen Snake, aber auch nur in der Theorie. Ja, jetzt im Moment macht aber Snake auch deutlich mehr Damage, ne? Also in der Theorie sah das in meinem Kopf gerade anders aus. Ja, ich schätze mal, das ist jetzt auch hier so ein... Ich probiere es mal damit, weil mit Banjo, ich glaube doch, schon echt deutlich zu liegen, weißt du? Ja, es kann ja auch immer sein, dass man durch Snatch-Up da jetzt irgendwie nochmal ein bisschen was rausholen kann, aber das sieht doch schon sehr schwierig aus derzeit. Ja, also... Ich muss schon... Ich meine... Das ist schon ein Charakter, den man auch als Counterpick definitiv benutzen kann, ne? Hat sehr starke Stärken, aber auch starke Schwächen gegen manche Charaktere. Also ich denke mal, gegen Fox oder sowas wird es nicht so leicht sein. Oh, da hat er die Roll geweedet und C4 dran geklebt. Oh. Ja, und schwierig. Momo muss auf jeden Fall aufpassen mit seinen Rollen, die sind sehr obvious. Aber ich sehe auf jeden Fall, wieso so in meinem Kopf sah das eben gerade auch ganz anders aus. So von wegen, er hat gerade eine Granate, steht da im Schild und dann kannst du halt von der Entfernung einfach raufsmashen. So, ne? Aber ich glaube wirklich, was hier den Unterschied macht, sind einfach diese Erfahrungswerte. Und wiederholte Fehler, die einfach Skeddy weiß einzuordnen. Ja, auch gerade jetzt 3 zu einem Stock, ne? Also da kann Snake auch schon ziemlich chaotisch spielen, ein bisschen was ausprobieren. Oh, und boom! Oh, ne, ein bisschen gewartet noch. Ich glaube, er hat den Air Dodge erwartet. Mhm. Oh mein Gott. Brawl all over again. Air Cancel. Grab. Oh. Okay.
Okay, da kommt diese dicke Faust. Und davon müssen wir jetzt noch ordentlich was sehen. Ja. Falls Momo wieder was sehen will. Genau. Scanny will hier nochmal stylen und das macht er ganz souverän. Ja. Okay, 2-1. Gleiche Problematik wie im Match davor. Also, ein bisschen zu offensichtliche